Ah, was ist das? Oh, aua! Oh, was ist mit mir? Oh Mann, was zur Hölle? Leute, oh, guckt euch das an. Oh, das sieht mir aus als... Leute, ich glaube, ich bin zu Wednesday geworden. Aber warte, ich fühle mich gut an, wie als hätte ich übernatürliche Kräfte. Oh, wartet. Oh. Oh, es ist doch ganz dunkel draußen. Also, es fühlt sich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht an. Ich glaube, ich habe irgendwie gerade Lust bekommen, meinen Freund Praxy zu pranken. Er müsste da hinten in seinem Haus schon am Schlafen sein. Es ist nämlich ganz dunkel. Ich glaube, ich werde meinen Freund Praxy heute als Wednesday prank. Deswegen bleibt bis zum Ende dran. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Und, was ist das eigentlich für eine Kiste? Die steht sonst eigentlich nicht hier. Irgendwas stimmt da nicht. Soll ich da mal reinschauen, Leute? Wartet. Und was ist das? Oh, Meisterzauberstab der verbotenen Künste. Ich glaube, das sind Wednesdays Superfähigkeiten. Oh, guckt euch das an. Oh, ich kann damit... Guckt euch das unten links an. Ich habe damit richtig viele ultimative Fähigkeiten. Was? Blut saugen, versteinern, fliegen, Spinnweben, Donnersturm. Leute, was kann ich hier alles machen? Oh mein Gott, ist das cool. Also ich glaube, das wäre jetzt perfekt, wenn wir einfach schnell runtergehen und zu Praxy ins Haus gehen und dem pranken. Boah, es ist schon echt spät. Eigentlich darf ich gar nicht mehr raus um die Uhrzeit. Aber ich bin ja jetzt Wednesday, Leute. Boah, ich glaube, Praxy müsste am Schlafen sein. Okay, wir müssen jetzt ganz leise machen. Aber warte, was? Oh, was ist das schon wieder? Oh, was ist das? Oh, oh, was ist mit mir passiert, Leute? Oh, ich bin ein Drache. Wow. Oh, guckt euch das an. Als Wednesday kann ich mich einfach verwandeln. Ich bin einfach ein riesengroßer Drache. Guckt euch das an, Leute. Boah, ist das cool. Okay, oh, schaut mal, da unten ist Praxy sein Haus, Leute. Oh, ich würde sagen, komm, wir landen auf seinem Haus, Leute. Oh, oh, oh Gott, war das knapp. Oh, schaut mal, da unten ist Praxy, Leute. Ich bin einfach mit einem Drachen auf sein Haus geflogen. Okay, aber ich möchte jetzt meine Fähigkeiten mal ausprobieren. Was ist das denn alles? Ich kann hier ja voll viele Sachen machen. Oh, wartet mal, ich kann mich unsichtbar machen. Soll ich das testen? Weil dann würde ich in Praxy sein Haus einbrechen. Er würde das gar nicht mitbekommen. Also ich gehe hier runter, Leute. Oh, okay, haben wir jetzt unsichtbar. 3, 2, 1 und... Oh! Ich bin unsichtbar. Okay, jetzt schnell in Praxys Haus rein. Okay, müssen leise machen, Leute. Guckt, der ist da am Schlafen, Leute. Guckt euch das an. Meint ihr, der hat irgendwas in seinen Kisten drin, was wir... Oh, nein. Oh nein. Wieso ist die Kiste aufgegangen? Hä? Oh, alles noch da. Gott sei Dank. Und wieder ins Bett legen. Oh, er hat sich wieder schlafen gelegt. Oh, ja, habt ihr das gesehen? Da waren Diamanten in seiner Kiste. Hm, was kann ich noch machen, Leute? Wartet. Oh, wie wär's, wenn wir... Oh, ich kann... Wie wär's, wenn wir ein Meteorit auf Praxy sein Haus einschlagen lassen? Okay, warte. Meint ihr, das funktioniert, Leute? Das ist einer meiner Zauberkräfte. Komm, 3, 2, 1. Ich mach das jetzt. Und... Oh, oh, oh. Oh, hä? Was war das? Oh, habt ihr das gesehen? Oh mein Gott, Leute. Oh. Was war das? Hä? Der ganze Boden hat gewackelt. Oh, habt ihr das gesehen? Da kam ein riesengroßer Meteorit von oben. Komm, Leute, gleich nochmal. Und? Oh, meine Kraft muss ich erst aufladen. Schaut, unten links wartet. Und jetzt nochmal. Oh. Oh. Wow. Nein. Nein, nicht mein Haus. Oh nein. Oh, ein Meteorit. Ich muss schnell meine Diamanten retten. Leute. Praxys Haus ist kaputt gegangen. Okay. Oh, Leute, meine Unsichtbarkeit hält nicht mehr lange. Wir müssen schnell weg. Oh, oh, oh. Ich muss schnell zu Lumi und Lumi warnen. Oh nein, Leute. Praxy kommt zu mir. Nein, wir müssen schnell ins Haus. Lumi. Oh, was soll ich nur tun, Leute? Oh, ich muss schnell hoch und meine Unsichtbarkeit wegmachen. Und, oh nein, ich bin ja Wednesday. Er ist schon unten. Bist du da? Er ist schon unten. Er will hochkommen. Nein, Leute, schnell. Oh, oh. Oh, Leute, ich habe mich zurückverwandelt. Lumi. Hi, Praxy. Hey, Lumi, du musst raus aus deinem Haus. Ein Kometen schlagen hier ein. Was? Kometen? Du musst raus. Ja, komm schnell. Ja, natürlich. Ich komm mit. Schnell. Sag mal, hast du das auch gerade so laut donnern hören? Der ganze Boden hat ja gewackelt, Praxy. Was war das nur? Ja, guck dir an. Guck dir mein Haus an. Schnell. Siehst du das? Komet ist da einfach eingeschlagen. Alter, das war so knapp. Wir müssen wirklich aufpassen heute. Oh.
Oh, ja. Oh, das sieht echt nicht gut aus. Nee, hm. Und du musst mir nachher helfen, das aufzubauen. Ich komm dir gleich helfen, Braxy. Ich geh nur schnell meine Sache in Sicherheit bringen, Braxy. Okay, mach das. Bis gleich. Oh, Leute. Oh, guckt euch das an. Oh, Braxy, sein Haus sieht echt nicht mehr gut aus. Boah, okay. Leute, ich muss mich jetzt zurückverwandeln. Ich will Braxy auf jeden Fall weiter pranken. Wow. Oh, Leute, ich bin wieder Redstay. Okay, oh, der nächste Tag ist schon angebrochen. Oh, habe ich geschlafen, oder? Es ist auch wieder hell draußen. Hab ich geschlafen, oder? Okay, wartet. Ich muss auch eigentlich in die Schule mit Praxis. Es ist wieder Montag. Oh, ich habe das voll vergessen. Okay. Was mache ich nur jetzt, Leute? Ich muss eigentlich zur Schule. Oh, Mann. Die sind, glaube ich, alle schon in der Schule. Na. Oh, nein. Darf ich nicht warte. Sehen? Warte mal. Hallo. Bitte. Warte doch, warum rennst du weg? Hallo, ich bin lieb. Hallo. Nein, warte. Ich muss wegfliegen, Leute. Wartet, passt auf. Wow. Ein Engel. Guckt euch das an, Leute. Ich kann fliegen. Okay, hier sollten wir erstmal sicher sein. Boah, das war echt knapp. Ich bin beinahe aufgeflogen. Guckt euch die Insel an. Aber das ist schon cool. Als Wednesday. Ich habe so viele Fähigkeiten. Ich konnte einfach fliegen und das hat dich so eigentlich für das wäre das völlig normal. Ich weiß eigentlich nicht mal, dass ich fliegen kann. Was kann ich noch machen, Leute? Wir können auch so viele Sachen machen. Schaut euch das an. Boah. Okay, wir müssen aber auf jeden Fall erst wieder runter von dem Boot, weil ich habe nämlich. Ich hab Angst vor dem Wasser. Okay, Leute. Muss irgendwie hier runterkommen. Wobei, wir können doch fliegen. Wir fliegen einfach zurück, Leute. Seid ihr bereit, Leute? 3, 2, 1 und... Wow, los geht der Spaß. Oh, guckt euch das an. Okay, warte mal. Leute, habe ich davon gerade Praxy gesehen? Wo will Praxy denn jetzt hin? Der muss eigentlich auch zur Schule, fällt mir gerade ein. Er ist auch zu spät. Wartet, lass Praxy mal heimlich verfolgen. Wo will Praxy nur hin, Leute? Wartet. Ich habe eine Idee. Ich beschwöre mir jetzt hier mein Geisterpferd, Leute. Passt auf. Wow. Komm her, mein Pferd. Jetzt sind wir viel schneller, Leute. Guckt euch das an. Mein Geisterpferd. Komm schon. Renn, mein Pferd. Wir müssen Praxy verfolgen. Wo ist Praxy noch hin? Komm schon, Pferd. Du musst... Was da? Leute, wo will Praxy denn hin? Okay, wir dürfen aber nicht so auffällig, nicht, dass er uns sieht. Wartet. Ich renn hoch auf den Berg, Leute. Komm schon, Pferd, du schaffst das. Renn. Wow. Leute, was macht Praxy da unten? Was macht der da? Okay, Pferdchen, du wartest hier. Wir müssen Praxy weiter pranken. Boah, was können wir machen? Ich kann so viel machen. Boah, Leute, ich glaube, wer gleich ein. Soll ich Praxy mal versteinern, Leute? Wartet mal. Okay, Leute, ich werde mich jetzt nochmal kurz unsichtbar machen. So, komm schon. Wir rennen jetzt zu Praxy hin, Leute. Und dann pranken wir ihn. Er ist da unten. Schnell unsichtbar machen, Leute. Ups, ich bin unsichtbar. Okay, was macht Praxy da unten, Leute? La 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 la. Heute suchen wir Diamanten und ich habe keine Schule. La 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 la. Leute, Praxy hat keine Schule, das stimmt gar nicht, der Schwänz. Und was macht die Kuh eigentlich hier? Geh weg, du dumme Kuh. Was war das? Eine blöde Kuh, Mann. Na, warte. So, ist mich erschrocken. Oh nein, es wird dunkel, ich muss mich beeilen. Egal, ich gehe, ich mach's morgen. Nein, Praxy, du wirst nicht gehen, ich werde dich versteinern. Oh, da ist eine Kuh. Ey, das Fleisch brauche ich auch noch. Nein, warte. Hallo. Wartet, Leute. Oh nein, ich bin eher da, Leute. Ich werde hinfliegen. Pass auf, was ich jetzt machen werde. Okay. Kuh. Hi, Mu. Guck zu mir. Praxy will die Kuh töten. Hier bin ich. Guck mal, was ich für dich habe. Nein, du wirst sie nicht töten, weil die Kuh ist jetzt Stein. Hä? Was ist denn hier passiert? Die Kuh? Hä? Die Kuh ist zu einem Stein geworden. Kann ich's abbauen? Da ist ja die Kuh wieder. Kuh, was ist passiert? Oh, Leute, wie cool. Ich habe die Kuh einfach zu Stein gemacht. Er hat sie jetzt trotzdem umgebracht. Ich wollte die Kuh eigentlich beschützen. Wartet. Warte, Praxy. Weißt du, was ich jetzt machen werde? Ich werde auf Praxy jetzt einen Spinnschwarm hetzen. Passt auf, Leute. So, komm schon. Bleib stehen, Praxy. Passt auf, Leute. Oh nein!
Ihr schafft das! Nein, 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 nein! Oh mein, guckt euch das an, Leute, wie Brack sie zu kämpfen hat mit den Spinnen! Oh, ich sehe auch, ich bin gar nicht mehr unsichtbar! Oh, das wäre fast in die Hose gegangen, Leute. Aber schaut mal, Brack sie hat mit meinen Spinnen zu kämpfen. Nein, 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 lass mich in Ruhe. Doofen Spinnen, Alter, ich muss schnell nach Hause. Oh, na warte, du wirst nicht nach Hause gehen. Ich fliege jetzt auf die Schule, Leute. Wow! Okay, wo ist Braxy? Komm schon. Oh, schnell. Braxy kommt gleich, Leute. Wartet, passt auf, was ich machen werde. Oh, oh. Komm schon, Braxy, wo bist du? Oh, oh mein Gott! Was ist das? Nein, 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 nein! Komm schon, Braxy! Nein! Ja! Leute, ich habe ein schwarzes Loch gemacht und Braxy ist daran. Er ist gestorben, er hat all seine Sachen verloren. Schaut mal. Schaut mal, er hat alles verloren. Oh, was? Braxy hatte sogar eine Elytra und Diamanten und alles. Oh, das sammle ich alles schnell auf. Boah, Leute, als Wednesday zu Prank macht echt Spaß. Okay, aber boah, irgendwie habe ich auch ein bisschen Mitleid mit Braxy. Er hat schon viel verloren jetzt, Leute. Am Ende, Leute, werde ich Braxy noch eine kleine Überraschung geben, damit das nicht ganz so gemein ist. Aber erstmal, ich muss erstmal wieder mein Pferd herbeirufen. Geisterpferd, komm! Ja, da bist du ja. Komm schon, Pferd. Wir müssen zurück in die Stadt und Braxy weiterbringen. Ja! Ich hoffe, Braxy ist jetzt nicht traurig. Oh, schaut mal. Oh nein, der lässt den Kopf schon hängen, Leute. Aber ich wollte Braxy doch nur pranken. Ich habe noch einige Sachen. Boah, ich kann auch einen Donnersturm herbeirufen. Guckt euch das an. Und Braxy ist da ganz traurig auf der Bank. Wartet, Leute. Ich werde jetzt... Meint ihr, ich soll mich mal zeigen, Leute? Ich kann Braxy ein bisschen veräppeln. Wartet mal, ich habe eine Idee, Leute. Ich habe doch eine Blume. Passt auf. Es ist zwar echt riskant, aber ich werde es machen. Passt auf, was ich jetzt mache, Leute. Okay. Immer passiert mir was. Aber warte mal, ich habe eine Idee. Warte mal. Ja. Wasser. Okay, und zwar, schaut mal, Leute, Braxy ist da jetzt. Ich werde jetzt als Wednesday zu ihm gehen und ihm eine Blume geben. Ich weiß gar nicht, ob er mich kennt, aber ich werde meine Stimme ein bisschen verstellen, Leute. Okay, geht da jetzt hin. Hallo? Hi. Wer bist du? Ich bin neu hier auf der Insel. Ich kann mich gerade nicht an meinen Namen erinnern, aber du siehst echt traurig aus. Bist du neu auf der Insel? Ich wohne in dem roten Haus da hinten. Dann solltest du schleunigst abhauen hier. Hier passieren komische Dinge und irgendwie trifft es mich immer. Möchtest du vielleicht diese Blume haben? Schau mal, ich gebe sie dir. Und ich habe auch noch etwas. Schau mal, die habe ich auf dem Weg gefunden. Ich dachte, du kannst sie gebrauchen. Das sind meine Diamanten. Ja. Dankeschön. Bitteschön. Frau Unbekannte, dankeschön. Können wir mal zusammen spielen? Nee, ich muss wieder los. Es tut mir echt leid. Ich muss weiter. Tschüss. Okay, Leute. Ich glaube, wir haben Braxy echt hops genommen. Aber er hat mir echt ein bisschen leid getan. Deswegen habe ich noch so einen Diamanten wiedergegeben. Aber ich glaube, wir werden jetzt noch mal richtig, richtig coole Dinge machen. Weil ich habe hier noch richtig viele Sachen. Wie wäre es, wenn wir jetzt als Wednesday zu Braxy gehen und einen ultimativen Kampf gegen ihn machen? Ich werde jetzt zu ihm gehen. Und dann werden wir Braxy sein komplettes Haus kaputt machen. Aber ich werde mir nachher ein neues kaufen. Deswegen seid nicht böse mit mir. Aber ich habe echt Lust, Braxy zu pranken. Kommt schon, Leute. Ich werde jetzt zu Braxy sein Haus gehen. Und dann werde ich meine Fähigkeiten nochmal richtig ausprobieren. Da, Diamanten. Ich habe meine Diamanten wieder. Party. Guck, wie er sich freut. Nicht mehr lange, Braxy. Party. Meteorit! Nein, nicht schon wieder! Nicht schon wieder, ich muss hier raus! Oh nein, Mädchen! Du musst schnell weg, du musst dich retten! Wieso kannst du nicht mehr reden? Ich rette sich, wer kann! Ich muss weg! Bleib hier, Braxy! Bleib hier! Ja! Oh nein! Du bist das gewesen! Oh mein Gott, du bist böse! Ich werde dein Blut aussaugen! Was passiert mit mir? Lass mich in Ruhe!
Guckt, Leute, er versucht gegen mich zu kämpfen. Oh nein. Er hat keine Chance. Was hast du mit mir gemacht? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Oh nein. Lumi, Hilfe. Lumi. Lumi, mein Freund. Wo ist Lumi? Oh mein Gott. Er rennt zu mir. Er denkt, ich bin zu Hause. Er weiß nicht, dass ich es bin. Lumi, du. Ich baue jetzt eine krasse Rüstung und dann wirst du sehen. Ich komme gleich runter. Er will gegen mich kämpfen. Dann wird es wohl an der Zeit, meine Goldäpfel zu essen und Braxy ein für alle Mal zu vernichten. Das ist zwar mein Haus, aber es ist mir egal, denn ich will Braxy vernichten. So, deswegen würde ich sagen, Leute. So, ich bin da. Du kannst zwar mein Haus zerstören, aber nicht das Haus von meinem Freund. Dann komm doch raus. Na, warte. Ja, komm, kämpfen. Komm schon, meine Silberfische. Ihr schafft es. Oh nein, Leute, schaut mal. Er kämpft gegen mich. Komm schon, Schild. Gegen mein Schild hast du keine Chance, Braxy. Du kannst das Haus von meinem Freund nicht zerstören. Er ist mein bester Freund. Bleib stehen. Nein. Komm doch, Braxy. Komm, kämpf gegen meinen Eisgolem. Nein, komm schon. Du schaffst das, Kämpf Golem. Oh, Leute, Braxy ist echt stark. Oh nein. Oh. Na warte, du kannst das erleben. Nein. Braxy, nicht mit mir. Meteorit. Oh, nein, nicht schon wieder. Wow. Komm doch runter, wenn du dich traust. Oh mein Gott. Leute, er hat keine Chance gegen meine Fähigkeiten. Warte, ich hab einen Vorschlag. Ich gebe auf. Du willst aufgeben? Ja, aber pass auf. Du lässt die Stadt in Ruhe und ich gebe dir Diamanten dafür. Ich will deine Diamanten nicht. Reingelegt! Leute, er hat mich reingelegt. Nein. Oh, wir müssen wieder wegfliegen. Komm schon. Das war knapp. Wie fies Braxy ist, Leute. Das wird er wieder kriegen. Okay, ich werde jetzt zu härteren Mitteln greifen müssen. Komm runter, wenn du dich traust. Das war mein ultimativer Donnerblitz. Komm schon. Also, Braxy. Ich mache dir ein Angebot. Wie wäre es, wenn du mir die komplette Insel schenkst? Niemals. Dann werden wir wohl eine andere Lösung finden müssen. Aua! Nein! Okay, warte! Tschüss! Rette sich, wer kann! Er will fliehen! Nein, Leute, das dürfen wir nicht zulassen! Oh, komm schon! Ich muss hinterher! Wo bist du, Braxy? Da werde ich mich wohl unsichtbar machen! Wo hast du dich versteckt? Nein, wo bist du? Oh mein Gott, nein, was ist das? Ich komme hier nicht weg. Was ist das? Oh mein Gott. Leute, ich habe Braxy besiegt. Oh Mann. Oh, guckt euch das an. Mit meinem Loch habe ich Braxy komplett zerstört. Aber sein Haus sieht noch ziemlich ganz aus. Ich glaube, da muss mal ein Tornado durch, Leute. Und ich glaube, sein Haus sieht auch noch ziemlich ganz aus. Das müssen wir ändern. Ja. Nimm das. Leute. Wednesdays Kräfte sind einfach unbesiegbar. Guckt euch das an. Ich glaube, das war's dann wohl mit Braxys Haus. Nimm das. Leute. Ich habe Braxy sein komplettes Haus zerstört. Jetzt brennt alles ab. Was habe ich mir eigentlich dabei gedacht? Wo ist Braxy jetzt hin? Oh Mann, Leute. Wisst ihr was? Wir werden Braxy ein neues Haus bauen müssen. Viel besser, viel größer. Vielleicht sogar voll aus Diamanten. Leute, wenn ihr Braxy auch helfen wollt, dann lasst jetzt einen Daumen nach oben da. Dann wird Braxy wieder glücklich. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.
Tschüss.